So, hallihallo Leute und willkommen zurück bei Dead Space Extraction. Wir machen weiter im Story-Modus und ich hatte letztes Mal ein kleines Problemchen. Und zwar habe ich drei Kapitel komplett aufgenommen. Das fünfte, vierte und dritte. Ohne dass das gespeichert wurde. Ja. Also nicht gespeichert, die Aufnahme wurde nicht gespeichert, das Spiel schon. Ja. Und nun muss ich diese drei Kapitel natürlich nochmal neu spielen. Ja, bisschen doof, aber gut. Ich werde versuchen, euch trotzdem so gut wie möglich zu präsentieren. Ja, also mal weiter. Man hat an dieser Stelle wahrscheinlich bloß den Plasma-Cutter, wie es aussieht, ne? Dann spiele ich mal mit dem... Darf ich bloß zwei Waffen drin haben, oder was? Ja, dann bleibe ich doch beim Plasma-Cutter. Ja, okay. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Bleiben bei normal. Bleiben bei normal und machen weiter. Mit der Story. Ja, dazu kommt, dass ich natürlich jetzt auch gar nicht mehr weiß, was wir gerade machen. Und die labern mir schon wieder dazwischen. Geht ja wieder toll weiter. Ja. Gut, also wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung, wo wir jetzt eigentlich waren und wo wir, was wir machen und so. Hold it right there! Don't shoot! I'm on your side! I'm just hiding from those things! Not for long. They're on our tail. What? Then keep it down. They'll hear us. Und da ist mir die Kamera abgeschmiert. Funktioniert trotzdem. Ah, Moment. Ich spiele mal weiter. Meine Kamera hat sich gerade... Also die PSI-Kamera. Die hat sich gerade vom Fernseher verabschiedet. Ist runtergeflogen. Weiß ich nicht, ich habe es da oben festgeklebt mit so einem Klebeband, das Kabel, damit... Weil das hat vorher immer die Kamera runtergezogen. Und jetzt hat sich das Klebeband verabschiedet. Und die Kamera natürlich auch noch. Jetzt habe ich den mal dazwischen gesprochen. Muss mal wieder fixen. Machen wir natürlich direkt mal. So. Och Mann. Noch mehr. Leute, das ist so ziemlich das beschissenste, um den Shotgun zu spielen. Das könnt ihr mal machen, aber doch nicht die ganze Zeit. Gut, der Typ zeigt uns den Weg. Und da liegt was für mich, da liegt was für mich. Das will ich haben, das will ich haben. Sehr. Ha, haben wir's. I am Text Lord. Denvas Q. MV24 oder 24. Organische Wuchon in Megavents. Die nicht identifizierte Wuchon, die bereits. Oh Gott. Entschuldigung. Hab gerade ein bisschen kratzige Stimme hier. Wollte trotzdem endlich mal wieder was aufnehmen. Die nicht identifizierte Wuchon, die bereits in anderen Teilen der Kolonie zu sehen war, hat jetzt auch die Megavents erreicht. Ich habe keinen blassen Schimmer, was für ein Zeug das ist. Es sieht aus, als hätte jemand seine Innereien über die Wände verteilt. Aber es verbreitet sich schnell und wir es... schneller, als wir es entfernen können. Was eine ganz schön edlige Drecksarbeit ist. Die Wuchung ist bereits in den Ventilationstransforderungen und wenn wir keine Möglichkeit finden, sie bald zu stoppen, wird sie spätestens übermorgen die Filtrationskammer erreicht haben. Ich hoffe, die Wissenschaftler arbeiten an einer Lösung. Ich selbst kann da nicht viel machen. Ja, hier hinten sehen wir schon ein bisschen diese Wuchung, von der der redet. Und sieht echt, echt appetitlich aus. Möchte ich nicht bei mir im Wohnzimmer haben. Schon gar nicht zur Essenszeit. Also. Ah, noch was. War da noch was? Die Lampen sehen immer so aus. What the hell is this stuff? It smells like vomit. How long has it been like this? We found a little last week. Didn't think much of it. Today, this. Ich habe keine Ahnung, wie die Kamera dort mitkriegt, wo mein Blubbel ist. Aber solange es funktioniert, mache ich einfach mal weiter.
Sarge. This is Baines. Are you there? Baines! Jesus, I thought I'd lost you! If we hadn't been inside the shuttle, we'd be toast. It's a wreck, though. We won't be flying anywhere in it. Where are you? We're in a megavent, heading to the Sector 8 maintenance bay. There's a shuttle we can use. But we sealed off the entrance here. Can you find another route? We'll do our best, Sarge. See you there. So, alles klar. Wir tun also unser Bestes, um mal wieder unsere Leute zu finden. Beziehungsweise seine Leute eigentlich. Hier steht doch bestimmt irgendwas von auf. Das sehe ich doch schon wieder. What happened here? I don't know. Man, that's a lot of bodies. Ja, das sind schon ein paar Leichen. Wait. Das ist auch richtig. What's this? This is Amanda Castle, a surveyor of Aegis 7. I'm concerned about the dementia people here are suffering. After we brought the artifact inside, the marker, as the unitologists call it, the extraction team all went crazy. The brass says it's coincidence, but that's bullshit. Now, half the miners are suffering from some weird dementia, but nobody dares suggest it's because of the artifact. Well, I will, and I don't like where this is going. Dementia? Interesting. Why? We've all seen what she was talking about. Indeed. So why aren't we going crazy too? He's right. None of us have been affected. I guess. Unless I'm crazy and you're all figments of my imagination. You don't have that much imagination, Weller. Can we hurry up and find the shuttle? You can all play shrink once we're in orbit. He's right. No use standing around here. Move out. So, es geht also doch endlich mal bei Aether und die Dinger stehen auf, wie ich es gesagt habe. Ja, direkt mal die Arme wieder abtrennen hier. Wir sind ja alles Thorsen-Freunde. How are we gonna get across that? Das ist eine gute Frage. Ja, na vorsichtig auf jeden Fall. It's a freight truck for moving equipment. Just saw one of the flying creatures down there. Get moving. Ich frag mich ja, warum die Frachtzüge alle noch fahren, wenn hier alles den Bach runtergegangen ist. Wow, kleine Krabbelfiecher. Hau ab. Geh weg. Lass mich. So, den hier auch noch abhauen. Ach, mal Munition. Gut. Wow, was? Geh weg. Tot. Stirb. 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 So, haben wir den auch? Wow. Ah, gut, die Munition haben wir noch erwischt. Ah, da hinten, aufmachen, auf. Mach das auf. Mach das. Ich treff's nicht. Luxine, you okay? You've been quiet ever since you found that audio log. Yeah, I'm fine. Just thinking about my dad. He worked here in the vents. Hey. It's a little early for the past tense. He could be on one of the shuttles that already left. We'll look for him when we get to the ship. Everyone's looking for someone. What was that? Yeah, nothing. You're just mumbling. Ignore me. Ja, ich ignoriere dich, denn du bist eh unwichtig. So, kannst du dich jetzt nochmal nach links umdrehen, bitte? Da war auch ein Haufen Zeugs, das will ich haben. Ja, genau. Nein, 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 nein. Jetzt. So, jetzt haben wir sie getroffen. Sollte vielleicht nicht ganz so hektisch hier mit rumwubbeln. Na. Den wir unten lang oder oben? Ich glaube, wir den mal unten lang. Einfach weil bla und so. Da ist eine Kiste, die ist aber zu. Schade. Muss mich zwischendurch immer ein paar Mal räuspern. Ich hoffe, das stört euch nicht so sehr. Ah, ist schon lange her mit dem Spiel hier. Ja, da oben hat was geleuchtet. Ich bin jetzt ein bisschen weg. Achso, das ist eine Wig von irgendeinem Typen, oder? Another tram. Yeah, they run 24 hours. Officer Hutchins to Sergeant Weller. Come in, sir. Weller here. Watch your 20, Hutchins. We're in the hub corridors. There's some kind of foreign substance all over. It's like meat growing out of the walls. We've got the same down here.
but it seems to be inert. You getting any trouble up there? Negative, sir. We've hardly encountered anything. I think we're being watched, but that's all. Let's hope it stays that way. Weller out. Na gut. Dann kloppen wir mal das hier auf. Was? Ach, sind schon wieder Lampen, oder? Nichts zum Einsammeln. Fall um. So, kurz nachladen. Da sind schon wieder so Krabbelvieh. Die sind echt zu schnell, die Viecher. Okay. Ah, das ist doch was zum Einsammeln, was da ist. Dankeschön. Wie viele haben wir eigentlich? Kann ich jetzt schnell mal gucken. 27, okay. Waffe. Beinahe die Waffe hier verpasst. Die übernehmen wir natürlich, oder? Ja, jetzt haben wir nämlich endlich drei Waffen. Das ist schön. Haben wir ein bisschen abgezogen. Ja, die hat jetzt natürlich schon zwei Upgrades, weil von den anderen durch den ich gespielt habe. Ah, auf das Ding schießen. Gut. Haben wir sie befreit. Und ja. Ja, ich shoot ihn ja schon. Irgendwie will der nicht schießen. Jesus, thanks for the help, guys. Where were you? Right here, dealing with our own shit. What do you want, a medal? Would you two stop arguing? Immerhin hat er sich mal beschwert, dass die nicht mitgeschossen haben. There's no point in fighting those things if we're just going to fight amongst ourselves too. Denn das ist ja schon leicht merkwürdig, sag ich mal. Ja, wieder aufklopfen. Na, komm. Ah, schön. Okay. Yummy. How are we supposed to stay safe if those things can fly? Stay between me and you. We'll protect you. Ja. Boah, Sachen für mich, Sachen für mich. Nein. So, mitnehmen. Kaputt. Nee. Das? Nee. Boah, komm mit. Okay. God, I hate those things. Warum geht es nicht kaputt? Ach, das ist gar nicht so ein Ding zum Einsammeln, das ist aber schade. Darf ich bitte nochmal nach links drücken, nach rechts drücken? Da lag was. Das hätte ich gern. Also irgendwie die Mitte von meinem Fernseher ist gerade sehr komisch gesetzt. Das ist hier sehr komisch zu merken. Ah nein, das sind Viecher da. Das sind Kotzviecher. Nein. Ich kotze mich hier voll und so lang drauf. Das möchten wir natürlich nicht. Müssen wir mal mit Plasma-Cutter. Noch meine komplette Lieblingswaffe in Dead Space. Ah, na, komm. Danke. Trotz Viecher wieder alle erwischt. Und schon wieder so ein scheiß Zug hier. Over there! Stay sharp! Kann noch keiner mehr beladen oder sowas, das bringt doch gar nichts. Waren die automatisch oder was? Oh, Krabbelviecher. Treffe ich die da? Nee, ne? Da, Krabbelviecher. Haut ab! Achso, was ich auch mal benutzen könnte, ist ja die tolle Stase. Warum legst du denn jetzt nach? Kollege. Hab ich doch gar nicht gedrückt. Stase mal. Dankeschön. So, das Reinfummeln hier ist gar nicht so leicht wieder. Vor allem nicht, da ich jetzt auch komisch zeigen muss. Na, ey, Kumpel! Weich mir nicht dauernd aus. Die Munition brauche ich noch für andere Leute. So. Schön wieder einsammeln, den ganzen Scheiß. Eine Sache, die sie fallen lassen haben. Na? Ah, Zeug! Nein, eins habe ich noch. Guck gefällig zurück.